Gerhard Schröder bestens gelaunt, er lacht und hat sichtlich Spaß. Der Altkanzler auf seiner ersten Pressekonferenz als neuer Aufsichtsratsboss von Hannover 96. Den ganzen Rummel um ihn genießt er. Schon während seiner Zeit als Regierungschef hatte Schröder nie einen Hehl aus seiner Sympathie für den Club gemacht. 96-Boss Martin Kind nutzte diese Gunst. Und dann hatte ich den Mut, lieber Gerd, Schröder anzusprechen. Und ich habe mich riesig gefreut, dass er dann spontan, wirklich spontan gesagt hat, das macht er auch gern. Und Herr Kind hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Ich habe sofort gesagt, ja sicher, natürlich, ich bin Hannoveraner und finde das, und als Fußballbegeisterter liegt das eigentlich sehr nah. Die Niedersachsen erhoffen sich mit Schröder auch eine Art Türöffner bei der Suche nach neuen Sponsoren. Und der Altkanzler fasst sein Aufgabengebiet so zusammen. Im Aufsichtsrat geht es ja, wie der Name sagt, um Aufsicht und um Rat. Und wer könnte das besser als ein wirtschaftlich und politisch international vernetzter Schröder? Und wir wissen es doch alle, das ist natürlich eine außergewöhnliche Wirkung im Innenverhältnis, insbesondere aber auch im Außenverhältnis. Und das ist eine außergewöhnlich positive Wirkung für Hannover 96. Abhängig ist aber nach wie vor vieles vom sportlichen Erfolg des Vereins. Zielsetzung: Bundesliga-Rückkehr. Der Altkanzler träumt aber sogar schon leise von großen Europapokalabenden. Ich wäre sehr zufrieden, wenn es Hannover gelänge, sich sozusagen im Mittelfeld der ersten Bundesliga festzusetzen. Wenn es dann, was ja gegeben hat, auch mal möglich ist, im Europacup zu spielen, würden wir es ja dankend annehmen. Aber wichtig wäre, wieder reinzukommen in die erste Liga und sich dort wirklich zu etablieren.